Hallo, 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 heute ist der 25. Januar und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Schokibanoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Yeah, so sieht's aus und wir haben auch direkt was mitgebracht und zwar das heutige Geburtstagskind. Alicia Keys. Was? Alicia Keys. Ach so, das sind zwei Wörter. Ja. Also guck mal, das ist Alicia Keys, wie wir sie kennen. Das ist eine Perle, sag ich dir. Das ist echt eine Perle. Ne? Aber guck mal, ja, die kennen wir ja so, pass mal auf, ja, das ist, so kennen wir sie ja. Stell dir mal vor, die begegnen dir so. Ja. Mach mal. Ja, das ist auch Alicia Keys. Unter uns immer noch eine Perle. Ja, aber ganz schön wild. Ja, mein Gott. Mach nochmal zurück. Aber das Coole ist, mach nochmal zurück. Unter die Frisur kann ich mich auch mit verstecken. Verstehst du, was ich meine? Mach nochmal zurück. Ist schon zurück? Nee, mach doch mal. Achso, guck mal, ja, das ist Alicia Keys, ne? Wie wir sie kennen. Mhm. Und jetzt mal. Einmal Haare gewaschen. So sieht sie jeden Morgen aus. Einmal durch den Regen gelaufen, zack. Ja, aber hast du recht? Perle, Perle. Perle bleibt Perle. Leckes. Perle, Perle. Was? Perle, Perle, Perle. Ja. So, was ist noch passiert am 25. Januar? Und zwar 1963. Da begann eine sehr, sehr tolle Reihe. Eine Reihe, die uns bis zum heutigen Tag verfolgt. Fernsehen. Nicht ganz. Wir reden von Kino. James Bond jagt Dr. No. Sean Connery als Agent 007 mit der Lizenz zu töten in der Hauptrolle kommt in die deutschen Kinos. 1963 am 25. Am 25. Januar. Hast du alle gesehen? Ja, an dem Tag habe ich sie alle gesehen. Hast du alle Filme gesehen, seit, also bisher? So, also ich muss kurz überlegen. Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Ich habe auch alle gesehen. Ja. Mehrfach. Welches ist dein Lieblingsbond? Lieblingsbond ist, ja, also Roger Moore finde ich mittlerweile total, also als Kind fand ich Roger Moore irgendwie total lustig, aber mittlerweile finde ich Roger Moore total bescheuert, weil es so, ja, finde ich doof. Daniel Craig, super. Mhm. Und der Sean Connery... Ja. Dieser George Lazenby, der zwischendurch mal einmal gemacht hat, fand ich eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, Timothy Dalton hat auch nur einen einzigen gemacht. Nee, zwei. Hat zwei gemacht? Ja, ja, Hauch des Todes und Lizenz zum Töten. Aber nochmal zurück zur Frage, welchen fandest du am besten? Ja, Daniel Craig und John Connery, da kann ich mich nicht so richtig entscheiden, weil es ist ja so... Welchen Einzahl, James Bond, fandest du am besten? Ja, John Connery, Daniel Craig... Also ich lege mich fest, einer von den beiden. Ja gut, dann ist das halt so. Ja, genau. Und am 25. Januar ist auch der Aktionstag in Honduras, also Tag der honduranischen... Honduras heißt das. Honduras. Honduras. Von der honduranischen Frau. Honda? Honduranischen. Wo ist Honduras? Das ist Mittelamerika. Ungefähr? Ja. Kannst du sagen, wo ungefähr? Ohne jetzt zu lupschen? Kannst du, ich sag, das ist Mittelamerika, da sagst du, kannst du sagen, wo ungefähr? Naja, wo, ja, du glutschst doch da auf dem ja, das ist so klein, ich kann es nicht lesen. Kannst du die Hauptstadt sagen? Ja. Was denn? Tadschikistan. Tadschikistan. Ich hab das, ich kann es nicht mal lesen. Tegucigalpa, noch nie gehört. In der Sprache der Eingeborenen heißt es Berlin. Nein. Nein? Heute ist Tag der honduranischen Frau, seit 1954. Und 1954 wurde auch das Wahlrecht für Frauen in Honduras eingeführt. Das Wahlrecht, also jede Frau hat ein Recht auf eine Wahl? Ja, genau. Muss nicht, aber die darf eine Wahl haben. Genau, blaue Wahl, graue Wahl, ja, Wahl, alles egal. Wahlurne. Hauptsache, sie hat die Wahl. Wer den Fisch hat die Wahl. Ja, genau. Gibt es noch irgendwas anderes eigentlich am 25. Januar? Was für eine Frage, sag mal. Was gibt es denn da noch? Am 25. Januar 1905 wurde der größte Diamant mit dem Namen Cullinan im Bergwerksdorf Cullinan in Südafrika gefunden. Größter Diamant. Ich meine, ihr seht das hier auf der Hand. So ein Brocken. 3106 Karat. Jetzt wissen wir natürlich, immer schön nicken. Ein metrisches Karat steht für 0,2 Gramm. Das heißt, dieser Diamant hatte über 600 Gramm Gewicht. Respekt. 600 Gramm. Und ist heute Teil des britischen Kronschatzes. Natürlich. Ist aber nicht Teil der britischen Krone, weil sonst würde die Queen ständig mit Schlagseite laufen. Genau. Aber weißt du, wie viel wert der ist? Also wie teuer der ist? Ja, der genaue Preis ist scheiße viel. Ah, krass. Das hab ich mir gar plus, nicht, minus. Habe ich mir gar nicht denken können. Hammer. Je nach Kurswert. Und der ist am 25. Januar gefunden worden. 25. Januar 1905 in Cullinan. Der größte Diamant
Kalender in Südafrika. Der Welt. Aber das, in Südafrika sind ja auch die meisten Diamantminen und Werke. In Südafrika Bergwerke. Sind ja auch die größten, die meisten Südafrikaner. Da soll es hervorragende Steaks geben, habe ich gehört. Also besser als in Südamerika. So sagt man. Njam, 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 njam. 25. Januar war heute. Morgen ist der 26. Januar. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich sag... Ich habe Kohldampf. Du, nee, morgen bist du nicht da. Cheerio, Miss Sophie. Man sieht sich. Bye.